Und nach diesem schönen Intro herzlich willkommen zu Interstellar Marines, ein Multiplayer- und Koop-Shooter vom Entwickler Zero Point Software for the love of the game. Dieses Spiel ist Early Access auf Steam und momentan kann man so eine kleine Version des Vorab-Multiplayers schon mal spielen. Der Koop ist, glaube ich, noch nicht fertig. Aber ja, wir schauen uns jetzt schon mal den Multiplayer an. Es spielen auch nicht allzu viele Leute und es gibt auch nicht allzu viele Server momentan. Deswegen werde ich jetzt einfach mal dem joinen, der die meiste Spielerzahl hat. Und schon sind wir drin und spawnen in Interstellar Marines. Diese Map kenne ich. Das ist gut. Also wir spielen jetzt so eine Form von Domination. Da seht ihr, ich muss in diese Areas rein und die einnehmen. Und wir spielen 3 gegen 3. Es sind also nicht so viele. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, dieses Spiel ist der Inbegriff... Oh, habe ich gar nicht gesehen. Dieses Spiel ist der Inbegriff von Early Access. Ich glaube, ich kenne nicht viele Spiele, die momentan mehr diesen Status geht noch, mehr diesen Status verdient haben als dieses Spiel. Habe ich ihn? Ja. Das war noch ein Gegner. Denn dieses Spiel hat noch... Oh Gott, wo ist er? Ich muss hier weg. Und bin tot. Dieses Spiel hat noch so gut wie keine Features. Also wirklich, es gibt kein Ducken. Es gibt nur eine Waffe. Und es gibt sogar Features, die mehr oder weniger noch keinen Sinn haben, der noch nicht hinzugefügt wurde. Es ist wirklich nur die Grundbasics eines Shooters vorhanden. Ich meine, ich kann mit H meinen Helm öffnen. Jetzt ist mein HUD weg. Und was anderes bringt das nicht. Mein HUD ist einfach weg und meine Sicht ist ein bisschen größer. Warum sollte ich das also tun? Da ist mein HUD wieder da. So, jetzt werden die neuen Domination-Stellen generated. Und hier ging irgendwie gerade der Boden runter. Springen gibt's aber, so ein leichtes Springen. Also, es ist wirklich Grundgerüst vom Grundgerüst. Ich würde auch sagen, momentan kauft euch dieses Spiel noch nicht, weil es in diesem Zustand auch einfach noch fast kaum Spaß macht. Also wirklich, wartet noch eine Weile. Wir nehmen es hier gerade ein, das ist gut. Wartet noch eine Weile, bis euch dieses Spiel zulegt, weil momentan ist es doch relativ vielversprechend. Nur wenn es wirklich nichts zum Anpassen gibt, viele Shooter-Mechanics gar nicht existieren, Sprinten gibt es wenigstens, so ein leichtes Sprinten, und es sich mal Ducken gibt, dann würde ich sagen, nee. Also noch nicht. Ich bereue es noch nicht, weil es wird ja entwickelt. Und es ist schon relativ interessant, so wie es jetzt aussieht, aber... Oh Gott, hab ihn. Aber ich würde momentan noch vom Kauf abraten. Fadenkreuz gibt es auch nicht, also entweder so No-Scope oder... Iron Sight. Und ja, das Spiel hat bisher schon ziemlich gute Ansätze in den Maps, finde ich. Also man sieht das hier jetzt ja auch gerade, es ist mal dunkel, mal hell, es hat sehr viel mit Stealth zu tun, also man muss sich auch verstecken können teilweise und nicht so mit der Flashlight auffallen. Und es gibt tatsächlich Maps, die dynamischen Tag- und Nachtwechsel während des Matches haben und dann wird es auf einmal dunkel und da muss man gucken, wo die Gegner sind und macht man nur die Taschenlampe an oder nicht, um den Gegner zu entdecken. Oder entdeckt man sie einfach so, oder macht der Gegner die Taschenlampe an. Also was das angeht, haben sie sich schon echt was Gutes überlegt und das haben sie... Kommt man hier nicht durch? Nein. Und das haben sie sich auch gut so überlegt. Also was die Maps angeht, bin ich bisher ziemlich überzeugt, dass das sogar noch besser werden kann. Was mir bisher nicht so gefällt, ist eben der Umfang. Der ist nicht da. Aber das ist ja auch noch ein Entwickeln. Es gibt kein Feedback. Also wirklich kein Feedback. Wenn ich auf einen Gegner schieße, kann ich nicht sagen, außer es gibt so ganz leichte Schildpunkte, also so Schildplopper, als würde ich mit Kugeln auf sein Schild schießen. Das wäre das einzige Feedback. Ich werde angeschossen und kann mich nicht ducken, um dem zu entkommen. Das wäre das einzige Feedback, was mir jetzt einfällt, bei dem ich wüsste, dass ich den Gegner treffe. Und das ist nicht so gut. Weil ein Shooter ja gerade auch davon profitiert, wie das Gefühl ist, wenn man einen Gegner trifft und wie das auch das visuelle Feedback ist. Und das ist momentan noch nicht vorhanden, nicht so wirklich. Es wird wenigstens angezeigt, wenn man jemanden getötet hat, das ist gut. Die überrasche ich jetzt, pass auf. Den. Noch den. Ich habe gerade gesagt, sein Schatten wäre noch ein Spieler. Hab ihn. Es läuft ziemlich gut. Ich war letztens noch der totale Noob, aber momentan mache ich ganz gut Punkte. Mein Team ist, glaube ich, auch am Gewinnen. Oh ja, sind wir. Und ja, Interstellar Marines. Grundgerüst eines Shooters. Viele Sachen sind noch nicht da. Vieles soll noch entwickelt werden. Ist das ein Verbündeter? Nein, das ist nicht. Man kann ja auch Friendly Fire. Friendly Fire gibt's und eure Verbündeten erkennt ihr daran, dass sie so blaue Sachen auf ihrem Schild, auf ihrer Rüstung haben und eben dieses blaue Icon über ihren Kopf. Also nicht unbedingt eure Freunde abschießen. Das kommt nie gut.
So, ich würde mich jetzt ja hier in die Ecke hocken, um den Punkt zu verteidigen, aber hocken geht ja. Ich finde es echt krass. Also als ich gemerkt habe, dass es Hocken nicht gibt, da war ich echt ein bisschen geschockt, muss ich sagen, weil das habe ich. Es ist wirklich ein Early Access Spielchen, wie es im Buche steht. Aber es hat Potenzial, finde ich. Es könnte echt spaßig werden, wenn die Features noch kommen. Es gab auch eine Weihnachtskarte schon und ich habe auch schon mit einem Entwickler zusammengespielt, der hat sich dann schon so erkundigt, wie es läuft und nach Bugs gefragt, ob uns irgendwas aufgefallen ist. Also, die kümmern sich schon darum. Ich denke, dass da noch ordentlich was kommen wird. Es gibt ja immer diese Angst bei Early Access und auch bei Beta-Spielen, ob die jemals diesen Status verlassen werden, weil das Geld fließt ja. Die verdienen ja ganz gut schon damit. Aber ich bin bei diesem Spiel zuversichtlich, genauso wie bei Sir You Are Being Hunted, dass sie das Richtige machen werden. So, da kommen die nächsten Domination-Punkte. Man kann auch irgendwie mit G, glaube ich, so einen Laser anmachen. Ich weiß gar nicht, was der bringt. Ich könnte sein, dass es höhere Genauigkeit ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Sieht auf jeden Fall cool aus. Grafisch ist das Spiel steril, aber nicht unbedingt schlecht. Also die Texturen sind schon ganz okay. Aber Details gibt es eigentlich fast gar nicht. So, diesen Punkt müssen wir halten. Der ist halt mehr so King of the Hill als Domination, so, das war jetzt knapp. Jetzt ist mein HUD ausgefallen. Ich habe sehr wenig HP und deswegen ist mein HUD jetzt aus. Da muss ich aufpassen. Das ist ein Verbündeter, da diese blauen Punkte. Den darf ich nicht anschießen. Da ist mein HUD wieder. So. Und das ist das Spiel. Ich werde jetzt auch nicht mehr viel Neues sagen können, beziehungsweise gar nichts Neues mehr dazu sagen, denn das war alles, was ich zu sagen hatte. Man hat oben so ein paar. Das sehe ich auch gerade oben links, so ein paar Sachen, die, wo man sehen kann, was die Controls sind. Ist auch nicht schlecht. Und es hat ein schönes Intro. Das finde ich wirklich schön. So, wir vernichten die Gegner auch gerade, weil sie, ja okay, ich denke mal, ich werde jetzt leaven und es sogar belassen, denn der Gegner ist gequittet. Das Menü ist übrigens so ein bisschen so dynamisch, also wenn ich jetzt auf Exit to Main Menu begehe, bin ich direkt im Main Menü. Ja, Interstellar Marines, auf Steam verfügbar, für, ich weiß leider gar nicht für wie viel, lasst uns nachsehen. Wo war denn der Shop-Seite-Button? Ich bin auf DLC. Gibt gar keine. Ja, dann gucke ich mal kurz so, wie viel das kostet. Webbrowser. Ich habe es mir für 5 Euro im Steam Store gekauft. Und das war es bisher nicht wirklich wert, weil es eben noch nicht wirklich was gibt. Oh, ich habe Interstellar geschrieben. Interstellar Marines. 14 Euro. 14 Euro kostet dieses Spiel. Gut. Und Early Access. Und ja, ihr müsst selber entscheiden, ob ihr jetzt schon da rein investieren wollt oder nicht. Wie gesagt, ich finde, es hat Potenzial. Ich würde aber momentan noch davon abraten. Vielleicht mache ich in gewisser Zeit, je nachdem wie schnell sie entwickeln, noch ein Video dazu und zeige, was sich so geändert hat. Bisher bin ich aber schon zuversichtlich, dass daraus was Gutes wird. Ja, Interstellar Marines von Zero Point Software. Tschüss, bis zum nächsten Mal.